Veranstaltung fand ich wirklich sensationell. Ich muss sagen, das ist wirklich fast ein Jufix, diese Veranstaltung für jemanden wie mich, weil ich habe nicht die Zeit, mich jeden Tag zu belesen mit der Politik, ist natürlich wichtig, aber hier wird man wirklich auf den neuesten Stand gebracht, man bekommt die neuesten Themen mit, die neuesten Eindrücke und die neuesten Pläne, die in der Zukunft anstehen, und das ist wirklich fantastisch, wie das organisiert ist, und das zu erleben hier, es macht sehr viel Spaß. Für mich war das Thema am wichtigsten diese ganze Cyberkriminalität heute, die war wirklich sensationell und bringt auch einem zum Nachdenken, dass man noch nicht genug tut und man noch viel machen sollte, um sich da für die Zukunft abzusichern. Auch wie die Europäische Union das Thema Klimawandel und Luftwärmepumpen sieht, fand ich sehr, sehr spannend. Aber auch wie Unternehmer die Situation aufnehmen und überlegen, sich zu verändern oder nicht zu verändern, einen Exit zu machen, andere Länder vielleicht auszuwandern. Ich fand das sehr spannend, auch die verschiedenen Meinungen dazu, und dass dann doch, obwohl Anfang vieles negativ klang, am Ende doch viele positive Möglichkeiten gibt und da auf jeden Fall vieles kommen wird. Also gerade für mich, der jetzt seit 16 Jahren auf Mallorca lebt, kann nur immer wieder sagen, Mallorca ist eine sensationelle Lage für Veranstaltungen, die Anbindungen, das internationale Publikum. Wir haben hier die Berge, wir haben das Meer, auch gerade mal so bei Teambuildings, wenn wir jetzt nur nicht nur Tagungen haben, sondern auch das verbinden möchten mit irgendwelchen Aktivitäten, ist Mallorca einfach ideal dafür. Ja, wir haben hier einen europäischen Wendekreis am Flughafen und sind super vernetzt, und ich glaube, dass da kann jede Firma, die hier herkommen möchte, um sich zu präsentieren, profitieren.